Preis der Schallplattenkritik für das jüngste Gerücht. Im Dezember erscheint die erste Nummer der Zeitschrift Neues Deutschland. Organ des Zentralkomikerteams der satirischen Einheitspartei Deutschland. Eine Parodie auf das SED-Zentralorgan. 1967. Während des offiziellen Schar-Besuchs in West-Berlin wird Benno Ohnesorg von der Polizei erschossen. Neuss bekennt sich zur außerparlamentarischen Opposition. Verstärkte Zusammenarbeit mit dem SDS. Diskussion, Sit-ins, Aktionen. Die SPD hat sich als Reformpartei, Wehner hat das ja klar erklärt, herausgebildet, ist überhaupt keine revolutionäre Partei mehr. Wer aber heute richtige Alternativen bieten will und wer also, sagen wir mal, wirklich im Kabarett Schärfe noch bringen will und wer da mal ein bisschen an den Produktionsverhältnissen rummeckern will und am System überhaupt, der müsste zumindest also die Philosophie des Leninismus, Marxismus studiert haben, ja. Die haben ja alle immer so von dem Proletariat und von den Arbeitern geredet. Unter die Haut gegangen ist. Und zwar wirklich bis ins Mark. Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Ich hatte berufliche Schwierigkeiten. Ich war ja eine linke Ratte, ne, bei der APO. Und hatte Schwierigkeiten, überhaupt noch ein Engagement zu kriegen, ja, weil ich so links war. Und da träume ich. Was träume ich? Ich liege im Bett, also das träume ich nicht, sondern ich liege da. Da sitzt auf meiner Bettkante ein puckliger Mann, also mit einem Puckel, klein, aber irre sympathisch, die Augen ganz warm, guckt mich an und sagt, du hast doch Schwierigkeiten. Geh mal runter auf den Hohenzollerndamm, da sitzt der Müller auf einer Parkbank, der will dir erzählen, warum du nicht mehr arbeiten sollst. Also, das war genau der Punkt, wo ich schweißnass, blitzartig hoch im Bett war, wo ich nicht mehr arbeiten soll. Icke, der Wolfgang Neuss, der Hans Neuss, ja. Nächste Nacht träume ich das gleiche nochmal, der pucklige Mann auf meiner Bettkante. Du, geh mal runter, der Müller sagt dir genau, warum du nicht mehr arbeiten sollst. Er hat gesagt, die Menschen müssen besser werden. Ich muss, das schaffe ich. Und ich habe öfter zu ihm gesagt, Wolfgang, das schaffst du nicht, du machst dich kaputt dabei. Nein, er hat gedacht, aber dann hat er es irgendwann eingesehen. Als Wolfgang Neuss klar geworden ist, dass die Welt so nicht funktioniert und dass man sie nicht vom Kleinkunstkeller aus verändern kann, hat er aufgehört. Als ich zum Kabarett kam, habe ich dir ja eingangs erklärt, privat kann ich aber jetzt nochmal laut sagen, es ist ja alles nur eine Ausrede für etwas, was drunter liegt, ja? Und das, was drunter lag, war immer schon der Mönch. Ich musste schon immer hier irgendwo sitzen bleiben, statt rumzurennen, in mich gehen, gucken, was in mir los ist, ja? Stattdessen habe ich das immer überspielt, na, wie jeder es heute macht, der im Berufsleben steht. Er saß ja immer mit dem Rücken an der Wand mit seinen Fotos, wo er letztendlich sein gesamtes Leben angeklebt hatte und während des Dialogs mit dir einfach immer nur gezeigt hat, ja, und als damals Willy Brandt hier mit seiner ersten Frau und du warst immer nur vor ihm am Sitzen, also war ein Manipulator, im Endeffekt war das... ...sich zu finden. Ich hab's gefunden. Da lass ich nicht mehr locker. Über mich würde man lachen, wenn ich's jetzt sage, ja, weil man denkt, doch, das Hähnchen, was hat der groß zu tun mit sich, ja, aber... Es ist Schwerstarbeit, sich zu ändern, wie man ja auf der Erde sieht. Es ist Schwerstarbeit. Und wie man ja an mir hört, habe ich mich immer noch nicht geändert. Jetzt kannst du sagen, ja, du warst eben vorher schon gut. Stimmt, war ich, habe ich gemerkt. Ich gehe immer nach wie vor in den Osten, das darf man nicht vergessen. Immer rübergehen als Bazillenträger, natürlich. Auch wenn es sprachlich nicht reicht, weil die ja eine andere Sprache ist. Die Bockwurst schmeckt drüben immer noch nach Läusepulver, aber die Leute, also ich habe Onkel und Tante, die schwärmen von der Wiedervereinigung. Toll. Das geht bis in die höchsten Funktionärskreise. Jeder hat mich gefragt nach den Massagesalons in West-Berlin. Keiner, der sich nicht interessiert. Hat da schon was Neues? Hotel Nobel da, ja, die deutsche Frau mit der Brust auf dem Rücken oder sowas. Huckepack-Sex, Rucksack-Erotik. Nee, ich sage, Mann, wir üben Gewaltverzicht. Bei uns ziehst du überhaupt keine Sexbombe mehr, nur noch Geschlechtsdumdum. Sie merken schon,
Es ist was da, aber man kann es nicht beschreiben. Das stimmt, das muss ich zugeben. Ich habe eine neue Wahrheit, aber man kann sie nicht anfassen. Und wenn ich mit dem Namen Neuss behaftet, ein kleines Männlein aus Charlottenburg, alle 5 Jahre nur mal auftauche, jetzt werde ich mich mal dicke machen, dann müssen Sie mich auch als Vulkan sehen, der alle 5 Jahre explodiert, die übrige Zeit nur sprudelt. Ich verstehe nur nicht. Naja, Nixon, morgen Abend soll wieder Alarmbereitschaft sein. Ja, weil die Tonbänder abgehört werden. Er soll stottern, auf einem Band soll er stottern. Wat er geht, wat er geht, wat er geht, wat er geht, wat er geht nicht. Wat. Was ist denn das für ein suchtig Mensch, dieser Neuss? Ausgeflippter Indio, Süddeutsche Zeitung 1973. Zottliges, altes Weib, bunte 1975. Indianerfrau, Bild 1975. Ein Mann mit Totenkopfgesicht, BZ Berlin 1978. Offensichtlich bin ich ja kein Kommunist mehr und war es mal. Offensichtlich bin ich ja kein Faschist mehr und war es mal. Offensichtlich bin ich kein Christ mehr und war es mal. Und wie? Offensichtlich bin ich auch kein Moslem und möchte es gerne sein. Aber unter den Erleuchteten, also die ihren eigenen Geist gesehen haben, bin ich schon wieder Kommunist. Ich möchte nämlich, dass jeder erleuchtet wird. Ich kann mir nur immer einen vorstellen, der sagt, die Erde ist schön, und den dahinter, der sagt, und ich sage dir, die ist nicht schön. Dann ist sie erst schön. Bei einer Hausdurchsuchung werden 35 Gramm Haschisch und mehrere LSD-Trips gefunden. Vor Gericht fordert Neuss die Legalisierung von Haschisch. Frau Richterin, muss ich darauf aufmerksam machen, dass das Haschisch, dass ich mir das erstmal nicht von der Sozialamt gekauft habe, ist klar. Da habe ich mir nur Essen gekauft. Aber das Haschisch hat mir nicht geschadet. Und ich bin vor Gericht eigentlich gekommen, na, durch das Übliche. Man wird verpfiffen, sozusagen. Sind Sie denn ernsthaft der Meinung, Herr Neuss, dass das Haschisch Ihnen nichts geschadet hat? Bin ich ernsthaft der Meinung, dass es für mich eine Art Medizin war, eine Beruhigungsmedizin, ja? Denn ich weiß nicht, man kann mich ja auch nicht gerichtlicherseits zum Rotwein trinken zwingen. Ich gebe allerdings zu, dass ich ein Mensch bin, der ohne was in den Mund zu tun nicht auskommt. Ich muss irgendwas in den Mund oder in den Kopf tun, dann lebe ich auch. Und so tue ich also Haschisch in meinen Mund und in meinen Kopf. Und jetzt ist die Öffentlichkeit der Meinung, ich lebe dadurch schlechter. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin allerdings der Meinung, dass man dadurch kriminell wird. Das bin ich leider nun geworden, ne? Indem ich ja hier sitze. Wie machen Sie das, Frau Scholz, dass Sie so gut aussehen, wo Sie doch wirklich irre eine die schwerste Arbeit in der Gesellschaft machen? Mein Geheimnis, Herr Neuss, das sage ich Ihnen. Ich zum Beispiel, sagt der Drogenbeauftragte des Senats, ich zum Beispiel nehme gar nichts. Stellen Sie sich mal vor, ich bin ein Mensch. Kein Bier? Nein. Kein Shit? Nein. Keine Tablette? Nein. Was sind Sie für einer? Sportler und Künstler, sagt der Drogenbeauftragte des Senats. Wie machen Sie das in der Gesellschaft? Wir werden immer mehr Leute. Die Kinder werden immer mehr. Wir sind 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Wie beruhigen Sie sich ohne etwas? Ich lebe einfach so, ohne was zu nehmen. Ich bin stolz darauf, sagt der Drogenbeauftragte des Senats zu mir. Herr Neuss, ich möchte Sie hier nicht mehr wiedersehen, sondern nur noch auf der Bühne. Jawohl. Neuss wird zu 8 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Sein Talk mit Richard von Weizsäcker im Leute wird als Fernsehshow des Jahres gefeiert. Mach mal mein Mikrofon an, da muss ich was sagen. Also das ist... Da muss ich mal was sagen, Ritchie. Da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie. Das wissen wir doch. Recht. Ja? Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, habe ich auch nie überhaupt. Das weiß ich ja, aber wir wollen doch... Ich meine, ich habe das nicht so gemeint, wie ich das eben gesagt habe. Ich passe es ja auch nicht als Beleidigung auf, wenn man außerdem, dir sagt... Damals war ich 17. Ich habe das durch Zufall gesehen und dachte so, das ist ein bisschen ein komischer Typ, aber fand es schon extrem super, dass er den Ritchie nennt und sich das getraut hat. Ich kann ja nicht im Mindesten irgendetwas von dieser mutigen Lebensweise, und sei es auch nur partiell, für mich in Anspruch nehmen. Aber
Er war doch in seinen Empfindungen und in seinen Gedanken immer er selbst. Und zu denen bekannte er sich, die zeigte er durch seine Lebensweise, und aus ihnen machte er kein Hehl in einem Gespräch. Jetzt kommen wir nämlich auf das, was Sie vielleicht mit dem Intellektuellen meinen. Ein Intellektueller ist nach meiner Vorstellung einer, der zwar nachdenkt, eine Meinung hat, aber den letzten Schritt, der sehr wichtig ist, nach meinem Gefühl, nicht tut, nämlich wirklich reinzuspringen in die politische Verantwortung. Außer Günter Grass. Nein, Günter Grass auch nicht. Der spricht. Hör doch mal auf, Mensch, hier. Der Günter Grass, der in seinem Feld ganz zweifellos ein bedeutender Mann ist. Das macht er nicht. Er übernimmt kein politisches Mandat und kein politisches Amt. Das sollte und er aber tun, genau wie ja, ihr Bruder. Das ja weil das fehlt, neue Männer braucht das Land. Jemand wie ihm bin ich natürlich nie begegnet. Früher nicht, später über das auch nie. Wisst ihr am Tisch, warum wir in Deutschland noch keinen Aufschwung haben? Der Irrtum ist im Bundeskanzleramt. Weil unser lieber Bundeskanzler Helmut Kohl doch der Enkel schlechthin ist, ja? Das ist doch kein Bundeskanzler, das ist ein Bundesenkel. Und dieser Bundesenkel hat sich den falschen Geist gesucht. Es ist nicht Adenauers Enkel, es ist Heinrich Lübkes Enkel. Ehrlich, das ist gar nicht alles. Sie sind ja ein boshaftes Publikum, muss ich mal sagen. Es gibt kaum eine Veranstaltung dieser Art, an die ich mich in meinen Gefühlen so lebhaft erinnere und so dankbar dafür bin, dass ich sie eben erlebt habe. Das ist dieses Gespräch gewesen, und wem verdanke ich es? Ihm. 1984. Der Stern bringt wöchentlich Neussprüche. Bei der Satireabteilung kam es immer ein Neusspruch der Woche. Und den hat er ihm dann wöchentlich abgegeben. Und da er nun aber nicht der Mann der Bank und Konto und Kreditkarten war, hat er sich natürlich das Passiert mir nichts bei Gericht. Das war ich und es ist auch nicht viel passiert. 1984. Im November wird Neuss wegen Haschischbesitz zu 1,5 Jahren verurteilt. Die Strafe wird 4 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ich bin von der Droge zerstört. Ich bin eine Ruine. Ich bin ein Wrack. Und bin es manchmal eben nicht. Ne? Aber im Prinzip stimmt schon alles. Wenn es nicht stimmt, zeige ich jetzt, dass sich's geändert hat. Alles andere wäre Gequatsche. Es muss schon immer eine kleine, Tristesse durch einen Ekstatiker schwingen. Wenn da nur Freude ist, traut man dem Frieden nicht, ja? Wenn ich mich aber selbst in die Mangel nehme, hier vor der Öffentlichkeit, in einem Film, der noch mein Lieblingsthema hat, nämlich Artisten, Menschen, Artisten. Also da muss man schon, echt bleiben, ne? Ich konnte ziemlich gut massieren damals, Wolfgang auch, autodidaktisch. Ich habe dann mal von irgendeinem Freund Fußreflex gelernt, da ist dann Wolfgang richtig drauf abgefahren. Und wir haben dann also praktisch, die Hauptzeit waren wir... liebevoller Mensch, der facettenreich gelebt hat. Ich will denken und sprechen. Das ist, und die Leute sollen lachen. Das habe ich mir bei dem Schuss auch gedacht, ja. Und das habe ich dann gemacht. Ununterbrochen gesprochen, was ich gedacht habe, habe ich weitergegeben. Ich war so eine Art Medium. Ich habe empfunden, was die kleinen Leute dachten. Ich habe das als angenehm empfunden, was ich empfunden habe. Habe das als komisch empfunden. Ich musste aber immer in die Situation. Sie verstehen, ich habe nie Kabarett gemacht, sondern ich war Kabarett. Sie hatten auch kein Grab für ihn. Und dann haben sie die Müller-Familie gefragt, ob er denn da nicht rein könnte, und haben die ja gesagt. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben. Man lebt immer. Immer. Happy End.